Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Banished in Colonial Zwerg. Und wir haben einen Trader, der gerade reinkommt. Schwein gehabt an der Stelle, denn der hat eine Captain's Jacke. Schissi. Wir haben kein Essen. Wir brauchen Essen. Verdammt nochmal. Ja, genau. So, pass auf, jetzt machen wir mal hier ein bisschen. Stopp. Wir machen das jetzt anders, wir machen das jetzt so. Ich will jetzt erstmal hier die Felder noch ein bisschen umswitchen. Also als allererstes nur mal auf eine Besetzung. Dann schalten wir mal alle an. Das heißt, wir weisen allen mal was zu, weil diese Nahrung hätte ich ganz gerne mitgenommen. Erstmal Brokkoli hier. Hier haben wir auch schon Brokkoli. Dann gibt es hier Pastinaken. So, Brokkoli. Kichererbsen. Pastinaken. Brokkoli. So. Okay, jetzt läuft das hier, der Spaß. So, der geht jetzt frei. Die Hunter brauchen wir. Die Küstenarbeiter allerdings nicht und den Glastypen eigentlich auch nicht. Wo haben wir denn? Ihr habt ihn wahrscheinlich schon gesehen. Nee, da, zwei Glase sogar. So, jetzt weiter. Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen mit Sinn und Verstand rangehen. Die Fischer eigentlich auch nicht. Jetzt setzen wir mal die Leute, die wir haben, als Farmer ein und da haben wir drei freie Arbeiter. Gut, dann können wir jetzt hergehen und mal uns überlegen, haben wir hier oben noch irgendwas, was wir halbwegs betreiben könnten? Nein, haben wir nicht. Das heißt, die drei freien Arbeiter bleiben drei freie Arbeiter, denn wir brauchen diese Arbeiter für den Erwerb, beziehungsweise, warte mal, nee, wir brauchen die nicht. Wir machen davon zwei zu Fischfarmern und haben eine freie Arbeitskraft am Start. So, ich hoffe, uns gehen da nicht die Leute jetzt endgültig drauf. Es muss jetzt so sein, dass es so halbwegs funktioniert. Das heißt, dass jetzt echt gut Nahrung nachkommt. Das wäre jetzt zumindest sehr schön, wenn da mal jemand hier diesen mistigen Korb holen würde. Es dauert natürlich auch ein bisschen, bis die Leute sich hier dann erstmal ein bisschen erholt haben. Wir erreichen halt jetzt so eine Menge 70 Erwachsene auf 70 fast, also beinahe 70 Kinder. Das ist schon enorm, weil die Kinder essen ja quasi. Die fressen uns die Haare vom Kopf und wir kommen nicht hinterher. Da, und es wird schon wieder verhungert. Eisern wird hier verhungert. Da kennt der gemeine Bewohner unserer Siedlung nichts. Ne? Also, da wird Eisern verhungert, auch wenn es keinen Morgen gibt. Ne? Jetzt warte mal, wo sind die Kerzenzieher einen. Machen wir mal raus. Wir lassen den einen Imker aber trotzdem drinnen. Ich brauche die zwei freien Arbeitskräfte, um einfach das fehlende Personal hier auf den Feldern auszuholen. Und wir harvesten jetzt schon mal hier ein bisschen was ab. Einfach damit Essen nachkommt. Es wäre mir eigentlich jetzt nur wichtig, dass halt ein bisschen Essen überhaupt hier reinkommt, damit wenigstens mal ein bisschen was da ist. Ist ja nicht so, dass ich hier das ernten möchte. Weil es besonders lustig ist gerade, sondern weil wir halt echt gerade Bedarf haben und da ernte ich lieber diese Felder recht frühzeitig ab. Ja, jetzt geht nämlich die Sterbewelle los. Das wollte ich eigentlich genau damit vermeiden. So, die sollen noch möglichst fertig machen. Lieber bediene ich mich da nämlich an den freien Arbeitskräften. So, sammelt alle ein. Ich will, dass ihr alle euch die im frühen Sommer schon das Essen reinkrallt. Ja, wir kriegen nämlich jetzt hier eine ganz, ganz fiese Sterbewelle rein. Die Felder kamen um zwei Jahre zu spät. Die sind zwei Jahre überfällig gewesen im Endeffekt. Da ist es halt jetzt natürlich unglücklich. Das heißt, wir werden jetzt mal kurz schauen, dass wir den Vendor rausnehmen. Den Vendor nicht vielleicht, aber den Trader. Woodcutter, wobei... Fischer können wir rausnehmen, die haben eh ein ganz schlechtes Nahrungsverhältnis, soweit ich das im Kopf habe. Gut, der Imker, der geht auch mal frei. Den Schmied brauchen wir, leider Gottes, den brauchen wir ganz, ganz wichtig. So, hast du Nahrung? Sahne, Froschschenkel, du hast Nahrung, warte mal kurz. Stopp. Wir haben zwei freie Laborer, dann kommst du auch mal da rein. Dann schmeiße ich jetzt mal 1000 Brennstoff da rein. Wir können 500 Käse kaufen. So. Dann können wir kaufen 1000 Fisch. Die Chestnut kaufen wir uns auch nochmal 1000.
Und dann 500 Schildkröten. Kann man die essen? Ich glaube schon. So. Dann können wir hoffentlich jetzt ein bisschen den Nahrungsmittelstand halten. Aufbauen, halten, beziehungsweise weiter ausbauen. Die da hinten sind, glaube ich, hauptsächlich das Problem, dass die zu wenig Nahrung ranbekommen. Wobei, es wird jetzt langsam. Es kommt ganz schön viel Nahrung jetzt rein. Hier ist zwar Hunger da, aber ich glaube, das kriegen wir jetzt langsam wieder auf die Kette. Viel hätte aber auch nicht mehr fehlen dürfen, ja. Also, wenn ihr überlegt, wie schnell denn die Nahrung trotz Ernte und so weiter, trotz dessen, wie schnell hier noch die Nahrung verschwindet, ja, und wir eigentlich im Herbst immer noch dastehen und fast nichts übrig haben, das ist schon hardcore, das ist schon echt nicht nett. Und wir haben auch gar niemanden, der übrig wäre. Woodcutter können wir nicht rausnehmen, weil wir brauchen das, wir brauchen dieses blöde Holz und wir haben sogar echt viel zu wenig eigentlich davon, um uns langsam wieder hier einen Stand aufzubauen. Dich könnten wir eigentlich mal ausschalten, du wirst gerade nicht gebraucht. Und dass du hier einlagerst, ist eigentlich auch total schwachsinnig. Zumindest im Augenblick noch. Ich mache mir gerade echt ein bisschen Sorgen ums Holz. So, und wir brauchen dringend, sobald der nächste freie Laborer unterwegs ist, brauchen wir einen Bauarbeiter. Der muss irgendwas fertig bauen, weil auch diese Stände hier sind ganz, ganz wichtig, dass die stehen, damit sich der ganze Block hier hinten sozusagen wieder voll arbeiten kann. So, nächstes Projekt. Wir haben 5x15 Felder hier hinten auf den Weg gebracht. Ich hoffe, wir kriegen da nochmal so wenigstens den einen oder anderen rein. So, machen wir nämlich hier nochmal ein paar Felderchen hin. Fünf mal 15. Hab ich das jetzt irgendwie verdengelt oder ist doch richtig, ne? Bauen wir das nämlich hier nochmal richtig auf. Das wird jetzt unser Lebensmittelparadies. Das kriegen wir sogar nochmal tatsächlich hin. Ah, kriegen wir doch vielleicht noch nicht den einen oder anderen rein. Auch hier Brokkoli. Brokkoli. So, und jetzt haben wir zwei freie Laborer. Die werden auch gleich wieder gebraucht. Für die Nahrungsmittelproduktion. Sehr nice. Kriegen wir es doch noch hier irgendwie auf die Reihe. Hoffe ich zumindest. Kann man natürlich nie wissen, ne? Also, es kann jetzt auch alles in Bach runtergehen. Also, das ist durchaus möglich, dass es trotzdem nicht reicht. Aber, das macht die Sache eben so spannend. 23, wir produzieren auf jeden Fall Nahrungsmittel jenseits von Gut und Böse. Ich hoffe jetzt mal, dass ich die Felder halbwegs durchhalten kann. Mein Ziel ist es jetzt, die Felder so, wie gut es geht, hier auch zu bewirtschaften, dass wir vielleicht in der Lage sind, mit ganz, ganz viel Glück, die mal einfach durchlaufen zu lassen, dann haben die den höchsten Ertrag und dann werden die ja hoffentlich abgearbeitet und dann machen hier dieses Storage Barn voll, die dann hoffentlich auch konsequent geleert wird in diesen Markt, der mit Masse die eigentliche Bevölkerung versorgt. Ja, das da außen ist ja nur sozusagen Außenposten, Vorposten, ja, der aber eigentlich ja gar nicht so wirklich kriegsentscheidend wäre, also das der hier. Ne? Da müssen wir halt mal gucken. Was ich auf jeden Fall hier noch hinhaben möchte, sofern es irgendwie machbar ist, wir machen jetzt hier eine Holzbrücke her. Vielleicht auch hier. Das ginge. Ich will dieses Land hier drüben auch noch claimen. Das hört sich jetzt irgendwie so total kolonial an, aber es ist gar nicht gemeint so. Ich will es halt haben, damit wir hier in die Rohstoffe rankommen. Auch da wieder sehr interessant, Rohstoffe abzufarmen. Da kommt einer, Ale und Spirituosen, Schüssi, leider nicht. Im Augenblick zumindest. Kommen auf seine Dienste nochmal zurück. So, jetzt pass auf, jetzt kommt erstmal ein Builder rein, der soll hier erstmal arbeiten. Dann machen wir im nächsten Arbeitsgang hier nochmal Brokkoli hin. Brokkoli ist, glaube ich, eine ganz super Sache, um die Bevölkerung langfristig auch zu ernähren. Ich glaube, Brokkoli sehr gut. So, wird natürlich jetzt nichts mehr, ist ganz klar.
Aber hier, allein diese Felderreihe wird uns jetzt eine lange Zeit hier erstmal mit Nahrung versorgen. Ich bin mir ziemlich sicher. Gute Brokkoli, Mensch. Den kann man doch nicht auf den Feldern lassen. Unmöglich. Eine Unverschämtheit. So, okay. Ja, ich bin am Überlegen, Freunde. Ich bin echt am Überlegen. Also da möchte ich eigentlich die Priorität jetzt erstmal hochsetzen. Jetzt sind schon wieder Nomaden da. Wir kriegen die vielleicht sogar durch. Ah, ganz gefährlich, ganz gefährlich. Okay. Also, pass auf. Jetzt gucken wir mal. Wir haben ein bisschen Nahrung über. Wenn wir jetzt die Nomaden uns nehmen würden, das sind 17 Stück. Die nehmen wir. Wir können uns das momentan sogar ganz gut leisten. Dann setze ich jetzt erstmal da mehr Leute ein. Und auf die Berufe, die ja eigentlich ohnehin schon wichtig sind, aber die wir einfach einstellen mussten, können wir jetzt auch wieder Leute draufsetzen. Vor allen Dingen halt in die Imker möchte ich unbedingt Leute drin haben, damit das nicht ins Straucheln gerät. Auch einen Fischer mehr dazu. Die sollen ruhig für das, was sie da wegfuttern, sollen sie ruhig arbeiten. Das ist jetzt gar nicht mal so schlimm. Den Vendor lassen wir mal. Händlerstand haben wir gerade keine. Wir haben eine Seuche. Das bedeutet, wir brauchen gleich mal wieder einen als Arzt. Auch ganz, ganz wichtig, dass wir hier einen als Arzt bekommen. Dann darf der nämlich arbeiten. So, einer von einem. Null von einem. Doch, jetzt. Okay. Kriegen wir die zwei Patienten hoffentlich gleich in den Griff hier, damit das gar nicht groß zur Katastrophe kommt. Fünf schon. Uiuiuiuiuiui. Drei. Ja, wir kriegen das, glaube ich, in den Griff. Drei sind es jetzt nur noch. Ich glaube, die sind rechtzeitig zum Arzt gekommen und kurieren sich jetzt. Ja, es werden schon noch ein paar mehr. Ist gut, dass der mit seinen kranken Griffeln immer schön das Fleisch anlangt. Mann, Mann, Mann. Oh ja, die Krankheit breitet sich echt rasant aus. 11 Patienten aktuell. Wir kriegen die schon geheilt. Solange die nicht hier wild rumlaufen, ja, und die ganze Gemeinde sozusagen anstecken, kriegen wir das schon irgendwie in den Griff. Ja, unsere Berliner Bauarbeiter, nichts gegen Berliner Bauarbeiter an der Stelle, aber die Jungs sind hier gerade ein bisschen, sagen wir mal, die brauchen ewig, bis sie irgendwas fertig bekommen. Auch wenn das vielleicht unfair ist, Berliner Bauarbeiter da zu sagen, ist mir schon klar. Was ich jetzt nochmal kurz gucken möchte, wir haben hier echt ein bisschen einen Kerzenziehermangel. Da könnte man einen mal einstellen. So, jetzt checke ich mal gerade, Food is low, wobei so gut sah es noch schon lange nicht mehr aus. Wir könnten jetzt mal Folgendes tun. Den einen, den wir hier haben, könnten wir mal wieder als Holzfäller einstellen. Ich hoffe, uns stirbt jetzt in der Zwischenzeit keiner weg, beziehungsweise wir lassen mal einen frei. Wir brauchen dringend Feuerholz, Freunde. Ja, ja, Food is low und Firewood ist auch low. Da kommt ein Trader. Ja, wir haben echt zu wenig Feuerholz. Das ist eine riesen Gefahr. Wir können auch mit dem hier jetzt gerade nicht handeln. Wenn Frack mit Sicherheit eine gute Idee gewesen wäre. Wie schaut es denn eigentlich aus mit dem Gesamtstand? Das schaut sehr gut aus. Dem Gesamtstand an Leder. Das würde mich jetzt auch nochmal gerade reizen. Wir haben richtig, richtig viel Leder. Warte mal kurz. Da müssen wir auch nochmal rangehen. Wie viele haben wir? Einen freien Arbeiter. Den setzen wir da drauf. Der darf Klamotten nähen. Wir haben jetzt genug Leder. Das ist ein... Oh, alter Schwede, das gibt's ja gar nicht. Die Invasion der Kinder. Mann, Mann, Mann. Dann wissen wir wenigstens, wo die nächsten Nachkommen alle arbeiten dürfen. Hervorragend. Herzlichen Glückwunsch. Alle auf die Felder. Na, unser Schulhaus wird eine lange, lange Zeit noch leer bleiben, habe ich so im Gefühl, liebe Freunde. Aber ein Gewusel hier, oder? Wie eine Ameisenfarm. Das ist richtig nice. Oh, hier friert jemand. Ja, jetzt geht so langsam mit dem Frieren los. Zum Glück ist Frühling. Ist das Ding ja hinten eigentlich endlich mal fertig? Sag mal, was stimmt denn mit euch nicht? Okay, pass auf, jetzt machen wir mal Folgendes. Wir machen erst kurz Pause.
damit ich das hier mal managen kann. Brokkoli, Kichererbsen, Pastinaken. Jetzt schieben wir da überall nochmal einen weniger drauf. Und hier nochmal Kichererbsen. Ja, ist in Ordnung, glaube ich. So, wie viele haben wir? 3 freie Arbeitskräfte. 27. Ist schon mal ein Anfang. Dann können die 3 Felder nämlich auch nochmal gleich bewirtschaftet werden. Und dann müssen wir halt gucken, dass wir das jetzt so relativ zeitnah hinbekommen. Da kommt noch einer hinterher, wunderschön. Und gleich der nächste auch noch als Holzfäller. Das ist nie verkehrt. Und wir brauchen jetzt ganz, ganz... Oh, da wird ein Holzfäller gerade auch noch frei. Also wir kriegen auf jeden Fall jetzt richtig massig Leute unter. Die Bauarbeiter schaffen es so halbwegs nachzukommen. Das ist schon sehr nice. Okay. Jetzt wäre es natürlich eine feine Geschichte, wenn mal jemand wieder in der Mine arbeiten könnte. Weil ansonsten gehen uns hier irgendwann auch noch das Werkzeug aus. Und den Woodcutter brauchen wir ganz, ganz wichtig auch noch. Eieiei, das nimmt aber jetzt Ausmaße gerade an. Ich fühle mich gerade maximal gestresst. So, pass auf, wir brauchen jetzt hier erstmal einen Brennstofflagerplatz. Und einen Holzlagerplatz. Einfach damit dieser Woodcutter sich hier versorgen kann. So. Und dann kriegen wir das hoffentlich mit dem Typen hier langsam hin. Der ist nämlich schon tatsächlich fast fertig. Ich bin begeistert, bin ich doch ehrlich. Von dem Typen. So. Der einsame Woodcutter. Im Zweifel ziehen wir hier diese sinnlosen Küstenarbeiter ab. Die arbeiten sowieso sich gerade einen Wolf. Sand könnten wir eigentlich auch verticken. Was jetzt allerdings eine Idee wäre, und die ist gar nicht mal so schlecht, glaube ich, wenn wir jetzt mal 10 Glas nehmen, haben wir 60. Nehmen wir 50 Glas, haben wir 300. Wie viel kostet uns das? 400. Nehmen wir die Werkzeuge gleich mal mit. Und das Eisen hätte ich eigentlich auch ganz gerne. Warte mal, 100. Haben wir 800 Handelsvolumen. 1000. Nehmen wir gleich nochmal das mit. Und den Stein könnte ich eigentlich auch ganz gut noch brauchen. Schade, dass man das nicht einfach eingeben könnte und sagen kann, misch mir das so zusammen. Das wäre extrem cool. Aber die 400 Steine könnten eigentlich auch nochmal einen Sinn haben für uns. Wir haben nur noch 19 Kräuter, was extrem wenig ist. Also da müssen wir als nächstes ran. Dann kann ich die Kräuter jetzt allerdings nicht verwenden. 800, machen wir mal das. Machen wir mal 500. 600. 700. So, dann nehmen wir nämlich den Stein auch gleich. Dann haben wir da schon mal langfristig gar keine Probleme mehr. So, wie schaut es jetzt hier oben aus? Der ist fertig, dann kann der nämlich gleich eingesetzt werden als zweiter Woodcutter. Und liebe Freunde, dann sind wir am Ende von dieser Folge. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ganz, ganz viel Spaß und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn es heißt, Let's Play Banished. Ich war der Zwerg und ihr wart auf ZwergTube. Tschüssi!